Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Tutorial und zwar ein One-Sheet-Mini-Album. Ich zeige euch mal, um welches Mini sich genau dreht. Und zwar ist es dieses hier. Und wie ihr seht, die Besonderheit an diesem Mini-Album ist, dass das Cover ein Schüttelelement ist. Und ja. Wie dieses Mini-Album gewerkelt wird, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Für das Mini-Album benötigt ihr einen Bogen 12x12 großen Cardstock. Ich habe mich für einen weißen Cardstock entschieden. Ihr könnt jegliche Farben nehmen, die ihr wollt. Ich habe mir für das Design habe ich mir ein Paperpad von Craftsmith rausgesucht mit auch so Goldelementen, die enthalten sind. Dann braucht ihr Kleber. Ich nehme dafür ein relativ starkes, sage ich jetzt mal, Klebeband. Wir brauchen eine Schere. Wir brauchen ein Falzbrett und ein Falzbein. Und für dieses Mini-Album habe ich mir eigentlich ein besonderes Cover rausgesucht. Und dafür benötigen wir Konfetti oder halt eben schicke Elemente. Ihr könnt auch solche grobe Partikel nehmen. Und was natürlich auch geht, sind Glitzer. Als erstes benötigt ihr euer Falzbrett und euer Falzbein. Da legt ihr den 12x12 großen Bogen hinein und dann wird er bei 4 und bei 8 gefalzt. Das machen wir einmal. Dann drehen wir das Ganze einmal und falzen wieder bei 4 und bei 8. Wenn ihr das Ganze gefalzt habt, könnt ihr euer Falzbrett zur Seite legen und wir werden einmal die Falzlinien jetzt alle nachziehen. Und so müsste das Ganze bei euch jetzt aussehen. Jetzt benötigen wir unsere Schere und zwar werden wir jetzt einmal von der linken ersten Falzlinie bis zum zweiten Punkt, wo sich die Falzlinien treffen, einschneiden. So, und wenn ihr das habt, dann werden wir bei der zweiten Falzlinie unterhalb rechts anfangen und dort auch bis zur zweiten Falzlinien Treffpunkt oder wo sich eben die zwei Falzlinien treffen, einschneiden. Jetzt ist es eigentlich relativ einfach und das Mini-Album lässt sich eigentlich jetzt schon zusammenbauen. Und zwar, ich fange einmal an mit dem ersten Quadrat rechts unten. Das werde ich einmal nach oben klappen. Ich nehme mein Falzbein zur Hand und fahre die Falz nach. Dann drehe ich mir einmal mein Blatt um und mache mit dem, was ich hier schon zusammengeklappt habe, und klappe es einmal weiter um. So, gehe wieder gleich die Falzlinie nach. Ich drehe wieder das Blatt Papier um, gehe nach oben jetzt, ziehe wieder Falzlinie nach, drehe es wieder um. Klappe es herüber. Und so macht ihr das jetzt komplett einmal immer umdrehen, bevor ihr umklappt. Und dann sehen wir uns gleich. Und so müsste bei euch jetzt das Mini-Album auch aussehen. Und rein theoretisch können wir jetzt darin ja schon blättern. So, meine Lieben, jetzt war ich gerade der allerschlauste Held auf dieser Welt und habe einfach mein Text runtergerattert und gebastelt und getan und gemacht und habe eigentlich gar nicht mehr auf Play gedrückt.
Gut, dass ich es jetzt aber noch erkannt habe. Und zwar, ich habe eigentlich im Prinzip nur die Seiten zusammengeklebt, wie sie gehören. Wenn ihr die zusammenklappt, die Seiten, dann seht ihr ja auch gleich, wo zusammengeklebt werden muss, damit es eine Seite ergibt zum Klappen oder halt zum Öffnen. Das ist jetzt sozusagen die letzte Seite. Und da mache ich jetzt mein doppelseitiges Klebeband drauf. Und klebe es einfach mal fest. Und so müsste fertig euer Mini-Album, wenn ihr es zusammengeklebt habt, jetzt aussehen. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Special-Teil von dem Mini-Album. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass das Cover ein Shake-Element enthalten soll. Beziehungsweise das Cover komplett ein Shake-Element ist. Deswegen, ich habe vergessen, am Anfang vom Video zu sagen, dass ich mir aus meiner Restekiste noch ein weißes Stück Cardstock rausgesucht habe. Und damit natürlich das Shaker-Element funktioniert, brauchen wir noch eine Folie. Außerdem, manche nehmen ja diese 3D-Klebepads, damit es ein bisschen erhabener ist. Ich nehme Moosgummi. Warum Moosgummi? Weil mit diesen Klebe- oder 3D-Klebepads ich immer das Problem hatte, dass natürlich immer noch eine Klebekraft in der Innenseite dran ist. Und ich habe zwar dieses Pulver hier, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, dass die Klebekraft zu 1000% weg ist. Deswegen habe ich mir angeeignet, ich nehme immer Moosgummi. Die Variante jetzt dieses Shake-Element zu machen, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr könnt es ausmessen, damit ihr einen Rahmen erhaltet. Oder wie ich habe von X-Cut, glaube ich, war es, genau die Framelits, die darauf passen. Also ich spreche jetzt von diesen hier. Diese Frame hat genau die Größe von meinem Mini-Album und natürlich ein kleineres, damit ich wie einen Rahmen bekomme. Das jage ich jetzt schnell mit meinem Reststück von meinem weißen Papier durch die Big Shot und dann sehen wir uns So, ihr gleich Lieben, wieder. Jetzt habe ich hier einmal mein Moosgummi und einmal mein Papierrahmen. Jetzt brauchen wir unsere Folie. Ich habe mir einmal von einer alten Verpackung mir die Folie aufgehoben und da werde ich mir jetzt so ein grobes Stück rausschneiden. Mache hier einmal mein Klebeband hin, klebe das drauf, werde dann meinen Rahmen draufkleben und so und müsste euer dann sehen wir Fenster uns jetzt gleich aussehen. wieder. Hier habe ich einmal den Papierrahmen aufgeklebt und hier hinten habe ich dann das Moosgummi. Jetzt widmen wir uns wieder unser Mini-Album. Ich habe mir von dem Design-Blog gibt es immer so mehrere kleine Kärtchen. Da habe ich mir jetzt hier dieses Wort Hurray rausgeschnitten. Hoppala. Das werde ich mir jetzt zentral hier draufkleben. Werde dann meine Streudeko hier reingeben und werde dann wieder mit doppelseitigem Klebeband mir mein Schüttelelement dann da draufkleben. Und so sieht dann das Cover fertig aus. Ich werde jetzt noch die Innenseiten gestalten und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, meine Lieben, ich habe jetzt mein kleines Mini-Album fertig gestaltet. Also wie ihr seht, hier, das ist ein Schüttelelement. Hier vorne habe ich mir jetzt zwei beziehungsweise vier Blumen ausgestanzt mit einem Brett in der Mitte befestigt und ein kleines Herz. Wenn wir das Ganze öffnen, ist es immer gleich aufgebaut. Das sind aus diesen kleinen Kärtchen, die immer mit dabei sind, bei dem Paperpad rausgeschnitten und hinter oder vor Designpapier draufgeklebt. Und wie ihr seht, hier ist ziemlich viel mit Folienbeschichtung. Und
Also es zieht sich durch das komplette Album. Und hinten habe ich es relativ schlicht gelassen, beziehungsweise das war auch ein Designpapier. Und ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und ich habe es relativ verständlich auch erklärt. Ich wünsche euch einen bunten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!